Guten Abend, Wolgast. Ich grüße euch Standhaften. Auch wenn die Temperaturen kälter werden, es ist dennoch kein Grund, für uns zu Hause zu bleiben. Und dafür danke ich euch. All denen es jetzt zu kalt wird und die lieber vor der Heizung sitzen bleiben, ihr solltet lieber hier bei uns stehen und euch an die einstelligen Temperaturen gewöhnen. Denn dies wird euch etwas leichter fallen, wenn die Heizungen in euren Wohnungen ausfallen werden. Aber es muss ja immer erst etwas passieren, bevor der brave Deutsche aufwacht und sein Demonstrationsrecht wahrnimmt. Ich möchte mich kurz fassen. Was ich sagen möchte, beziehungsweise worauf ich hinweisen möchte, rollt nun auf uns zu. Und wir haben es ja schon kommen sehen und des Öfteren angesprochen. Unser Wirtschaftsphilosoph Robert Habeck wird der Position nicht gerecht und die Wirtschaft bricht nun nach und nach zusammen. Es rollt eine Insolvenzwelle durchs Land. Aber da Robert nicht einmal Insolvenz definieren kann und auch niemand anderes aus dem Zirkus Bundestag ihn berichtigen konnte bzw. wollte, weiß ich nun, dass dort unfähige Nichtskönner und scheinheilige Sozialdemokraten sitzen, die eine arglistige Täuschung am deutschen Volk betreiben und dafür werden sie bezahlen. Packen wir es an, schaffen wir den politischen Abfall aus dem Land. Viele Arbeitnehmer gehen in Kurzarbeit oder werden entlassen. So in Duisburg beim Automobilhersteller Mitsubishi. Dort müssen 300 Menschen gehen. Oder in Elwang bei einem großen Batteriehersteller Warta. Dort verlieren auch 200 Menschen ihren Job. 500 Menschen gehen in Kurzarbeit. Es betrifft aber auch kleinere, mittelständische Unternehmen. Auch dort stehen dann Menschen, ganze Familien, vor dem Ungewissen. Es interessiert die Politiker dennoch nicht. Sie leben gut auf unsere Kosten. Knapp 12.000 Euro pro Monat. Und die Insolvenz und geldverbrennende Welle wird weiter durch das Land getrieben. Jedoch erschließt sich mir der tiefere Sinn dorthinter nicht. Denn was zurückbleibt, ist eine Wirtschaftswüste. Letzte Woche sprach ich von Hilfen wie dem Gaspreisdeckel und dass die Augenwischerei ist, beziehungsweise diese Hilfen alle Augenwischerei sind. Dazu möchte ich ausdrücklich ergänzen, dass diese Hilfen wieder einmal viel zu spät ankommen, aber es beruhigt ja scheinbar ungemein in diesem Land. Mich beruhigt es allerdings nicht. Mir macht es Angst. Angst, dass der Mittelstand verschwindet. Denn sollte der Mittelstand verschwinden, verschwindet auch unsere Wirtschaft. Aber in jedem Falle sterben Tradition, Kultur und Bräuche in Deutschland aus. Die Folge davon ist, dass dieses Land Barbaren überlassen wird. Aber das möchte ich nicht. Und deshalb stehe ich hier jeden Dienstag um 19 Uhr mit euch Standhaften am Kai. Ich werde mein Land nicht kampflos aufgeben. Das ist eine Ansage von mir. Und ich werde auch jede Chance dazu nutzen, so wie nun auch am kommenden Donnerstag in Greifswald. Denn eine Bitte habe ich. Lasst uns Donnerstag außerhalb der Reihe zusammen Gesicht zeigen. Beim Unternehmeraufstand
unter dem Motto, wir gemeinsam mit allen zusammen runter mit den Energiekosten. Der Unternehmeraufstand findet das zweite Mal statt. In folgenden, also in insgesamt 18 Städten. Ich beschränke mich jedoch auf die regionalen Orte. 24.11. jeweils. 14.30 Uhr. Neubrandenburg, Stralsund, Rostock, Wahren-Müritz und natürlich Greifswald. Kommenden Donnerstag, 24.11. 14.30 Uhr. Treff. In Greifswald wird der Treffpunkt sein, an den Bäckerwiesen auf dem Festspielplatz. Dort werden wir aus Amtlamm natürlich den Unternehmeraufstand in Greifswald unterstützen. Und dort kann sich auch jeder einbinden, von Unternehmer bis Angestellter. Auch jeder Mensch ist willkommen, der diese Energiepreispolitik nicht weiter duldet. So, da uns allen kalt ist und ich natürlich mit dem Orga-Team Wolgast oder wir mit dem Orga-Team Wolgast und Antlam sehr dicht zusammenstehen, darf ich euch heute bitten, euch hier noch ein paar Fahnen mitzunehmen. Die Polizei kann sich so langsam fertig machen. Ach, hat sie schon, wunderbar. Und dann wollen wir unseren wunderschönen Spaziergang laut und bestimmt durch Wolgast fortführen. Ja.